6.000 heute Abend in Wattenscheid im Lohrheide-Stadion. Dabei beim letzten Spiel des Zweitligisten Wattenscheid 09 und auch beim letzten Spiel des Zweitligisten Darmstadt 98. Aber dahinter natürlich ein dickes Fragezeichen. Denn ein Unentschieden hier im Lohrheide-Stadion hätte ja zum Klassenerhalt für Darmstadt 98 gereicht. Und die Mannschaft tat dann auch zunächst einmal mehr. Kein Problem allerdings für Ralf Allenberger, den Schlussmann von Wattenscheid 09, hier den Ball auf Zwiesbanach geschossen hatte. Jankovic, wieder Banach, der beweglichste Wattenscheider heute Abend. Und dann diese Hereingabe und Thorsten Fink fliegt da zum Ball hin, erwischt ihn aber nicht mehr. Banach verlässt ja Wattenscheid 09, geht zum 1. FC Köln. Ein herber Verlust, ohne jede Frage, für den Aufsteiger. Noch einmal Thorsten Fink, das macht er gut. Und dann ist es Rainer Scholz, der ihn fault. Und Schiedsrichter Berg zeigt völlig zu Recht die gelbe Karte. Freistoß also für Wattenscheid 09. Vielleicht sorgt der ja jetzt für Aufregung. Kügler, doch anderthalb Meter am Lattenkreuz der Darmstädter vorbei. Es war wahrlich kein berauschendes Spiel, aber bei dieser Ausgangslage war auch nicht sehr viel mehr zu erwarten. Die Darmstädter konzentrierten sich jetzt immer mehr darauf, das 0:0 zu halten. Dann doch noch ein gefährlicher Kopfball von Jörg Bach. Knapp drüber. Bach steigt am höchsten. Und dann Jubel bei den Darmstädtern. Der Schlusspfiff, das 0:0 reichte zum Klassenerhalt. Aber auch die Wattenscheider konnten noch einmal jubeln. Es gab und es gibt hier auch zur Minute noch eine Aufstiegsfeier im Lohrheide-Stadion. Eine italienische Nacht. Darmstadt hofft natürlich in der nächsten Saison, dass man so nicht zittern muss. Und Wattenscheid, ja, was soll man prognostizieren? Das wird eine ganz, ganz schwere erste Saison in der ersten Liga. Ein Abenteuer, das hat man hier heute Abend immer wieder gehört unter den Zuschauern. Aber man freut sich auf dieses Abenteuer Erste Liga. Und insofern war diese Ehrenrunde natürlich völlig berechtigt. Uwe Ciskale, der heute nicht spielen konnte, hier vorne im Trainingsanzug, bei der Ehrenrunde dann dabei. Die Luftballons, die stiegen in den Himmel, Hoffnungsträger für die nächste Saison. Und hier trinkt man das eine oder andere Bier noch. Und deshalb gebe ich leicht, aber wirklich nur ganz leicht besäuselt zurück zu Wilfried Mohr.